Sanz, Jürgen von der Lippe, Bastian Kastewka und Hella von Sinning. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich darf Sie recht herzlich begrüßen zu Genial daneben. Heute ein Tag vor dem Tag der Wahrheit morgen. Und ich finde das schön, dass wir trotz der morgigen Wahl solch interessante Gäste heute bekommen haben, die sich an sich vorher gar nicht äußern dürfen, wie wir ja wissen, nicht? Ja gut, aber wir haben uns einfach überlegt, wir wollen jetzt auch was tun für die politische Landschaft. Ist doch wahr. Ja. In der Bundesrepublik, wir wollen jetzt eine Partei gründen. Ja. Ach, die heißt bisschen spät, ne? GDP. GDP. Also nicht Gewerkschaft der Polizei, oder grüßt den Papst. Wir nennen uns die Genial-Daneben-Partei. Ja. Was hat die für Aufgaben? Was macht das die? Wissen wir noch nicht so genau. Unser Alterspräsident, ich gebe da gerne mal das Wort, ist der liebe Jürgen. Ja. Also ich werde auf jeden Fall Ministerin für Essen und Trinken. Ich übernehme Kinder- und Jugendarbeit. Kann ich mal das Programm erläutern? Ja, absolut richtig. Das Programm besteht aus 124 Punkten. Ich werde nur die wichtigsten 56 kurz referieren. Dieser Ordner mal herein, bitte. Ich würde gern Innenminister werden. Warum? Weil da kriegst du auf jeden Fall Karten fürs WM-Endspiel. Ja. Sitzt ja direkt neben Meyer Vorfelder, das heißt immer was zu trinken. Außerdem haben wir die Regelung mit den Freiflügen wieder eingeführt. Ja, natürlich. Und dann haben wir von VW dieses Modell mit den Prostituierten übernommen. Ja. Mit wem? Das heißt, alle sitzen im Betriebsrat, damit alle in den Genuss kommen. Das finde ich sehr gut. Deswegen ist ja VW auch eine Abkürzung für Viagra und Weiber. Ja. Ja, wegen der Altersmitglieder. Natürlich. Das geht ja gut los. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Basti, welche Aufgabe übernimmst du? Ist mir völlig egal, welcher Minister ich bin. Hauptsache, ich kann Florian Silbereisen ausweisen. Das ist eigentlich der Plan. Das ist ein schöner Gedanke. Ja, absolut. So, dann fangen wir an. Also, ja, aber auch unsere erste Frage beschäftigt sich auch ein bisschen mit dem Thema, glaubt man zumindest. Was ist, Frau von Silbereisen? Jeder Schuss ein Treffer, ich sage. Ich brauche bei Herrn Silbereisen. Gut. Also, Andreas Krause kommt aus Frankfurt am Main. Und hat folgende Frage. Passt für morgen. Was ist die SPD-Stellung? So. Die SPD-Stellung? Herzlich ja willkommen bei Genial daneben, ehrlich gesagt. Die SPD-Stellung? Ja. Also in Köln heißt das eine Abkürzung, Suffe, Puppe, Danze. Das heißt, ein Betriebsrat wird eine SPD-Stellung haben. Saufen, Mädels und ein bisschen abends abfeiern. SPD-Stellung? Ja. Nein. Das kommt aus dem Reinigungsgewerbe und besteht für So putzt du. Gut, aber was ist dann die So putzt du-Stellung? Zum Beispiel. Das ist der Ausbilder, der Reinigungsausbilder. Der Gebäudereinigungsausbilder. Der oder dem Auszubildenden zum ersten Mal die Gebäudereinigungsstellung erklärt, dann sagt der So putzt du. Das kann die Fensterreinigung sein. Das kann die Bodenreinigung sein, das kann die Glasreinigung sein. Immer sagt er, so putzt du. Und weil er es eines Tages müde wurde, der Gebäudereinigungsausbilder, immer so putzt du zu sagen, hat er gesagt, SPD. Ah, und wenn es ihm zu kompliziert ist, sagt er PDS. Putzt du so? Es gibt immer noch Menschen, Frau von Sinn, die glauben, das ist auswendig gelernt. Also wenn es eine SPD-Stellung gibt, dann könnte man ja auch davon ausgehen, dass es vielleicht eine CDU-Stellung gibt. Die kann ich mir natürlich vorstellen, weil Helmut Kohl war ja lange Jahre Bundeskanzler oder Vorsitzender dieser Partei. Ach. Der ja übrigens auch Angela Merkel entdeckt hat. Mhm. Wo man sich immer noch denkt, wie ist das damals abgelaufen? Vielleicht wie bei Lewinsky? Hat er dann auch gesagt, Angela, komm einmal unter den Schreibtisch. Dann hat die so geguckt, hat, nö, nicht schon wieder Oggersheimer Saumagen. Aber ich glaube, CDU-Stellung ist eher, dass man unten liegt und jemand vielleicht oben drauf sitzt, wie im Kamasutra. Und die SPD-Stellung ist mehr so eine Arbeiterstellung, wo der Mann richtig Gas geben muss und die Frau beglücken muss. Im Kamasutra war ich auch schon, aber gedacht, es ist vielleicht eine sehr schmerzhafte Stellung, die mit Blut auch verbunden ist. Darf ich das nur noch mal nachtragen zu Helmut Kohls Oralverkehr? Wenn er den gehabt hätte, dann würde ihm jeder glauben, wenn er anschließend gesagt hätte, ich habe nichts gesehen.
was los? Herr Weiner, Herr Weiner, hat ja eventuell die SPD-Stellung nichts mit der Partei SPD zu tun? Richtig. Sozialdemokratische Partei, sondern es ist eine Abkürzung für etwas ganz anderes. Ja. Sind wir in der Tierzucht? In welcher? Kaninchen. Nicht Kaninchen. Pferde? Aber Tierzucht. Nein. Gar nicht Tierzucht. Ja, überhaupt nicht. Vielleicht hängt es mit den Buchstaben zusammen. Vielleicht gibt es ein bestimmtes Gerät, wo die Buchstaben SPD, die ja wie uns sicherlich allen sofort aufgefallen ist, nicht in alphabetischer Reihenfolge angeordnet sind. Genau wie auf diesem Gerät. Ich sage dazu nur, Tastatur. Weiter. Computer? Natürlich, das ist was mit dem Handy, SMS. Handy, SMS. Und zwar sind da die Buchstaben, die politische Brisanz haben, auf primzahligen Ziffernblöcken abgebildet. Ich möchte Florian Silbereisen und Hohecker aus. Ist das eine Stellung bei einer körperlichen Betätigung? Ja. Okay, dann ist ja jetzt einfach. Und natürlich, die drei Buchstaben Sport sind eine Abkürzung. Was? Sport. Sport. Badminton. Ist das richtig? Oder totaler? Volleyball. Sport, ich bin beim Volleyball. Idee. Darf ich das vormachen? Nee, ich muss es vormachen. Aber gerne, bitte. SPD. Beim Abschlag. Beim Abschlag ist es die S-Stellung. Kann man das überhaupt erkennen? S. Dann, wenn man fertig ist, P. Ja. Gut. Und wenn man dann nach vorne kippt, ups, D. Dass Bernhard eine Sportart dir vorstellt, Volleyball. Ist das aber. Ist das es auch bei Volleyball ist, auch der Ball hält sich an die Schwerkraft. Irgendwann kommt er an. Das ist es eine Stellung beim Schwimmen, entweder auf dem Startblock oder beim Turmspringen bei einer bestimmten Figur? Nein. Ist es beim Eiskunstlauf? Nein. Ist es beim Fallschirmspringen? Wenn Laufen, Sie so die ganze Zeit so ein komisches Schnütchen machen, ja, ist das eine Stellung, die in mehreren Sportarten so genannt wird? Oh, Herr Balder, wenn Sie es noch mal so machen, kriegen Sie einen Zungenkuss. Oh. Nein, ist es nicht, so. Geht doch! Also, wir sind im Sport. Wir sind im Sport. Ja. Ah, Fallschirmsprung, die gehen noch in verschiedene Positionen. Vielleicht gibt es eine bestimmte SPD-Stellung, wo man sich erst so, dann so und dann so positioniert. Die Frage ist, die Ringe in der Sporthalle. Wenn Sie den Mund so komisch bewegen. Gar nichts, gar nichts. Aber ich glaube, ich hatte Fallschirmsprünge schon gesagt. Zumindest habe ich es gedacht. Also es gibt Ringe, Sport. Die Ringe in der Sporthalle werden von einem Hausmeister nach dem Ringen an die Decke gezogen. Ja. Ja, das kann man doch mal hier sagen, oder? Was ist Und es stimmt. Ja. Und es ab hier ist es nicht mehr mein Problem. Nicht? Ich habe noch mal eine Frage. Das heißt, es bezieht sich auf einen Sportler, der diese SPD-Stellung einnimmt. Ja. Ist das richtig? Ja. Also wir sind jetzt nicht in der Leichtathletik zum Beispiel eine gewisse Startposition. Nein. Oder beim Hochsprung, es gibt ja den Nein. Fosbury. Rudern, Herr Balder? Nein. Zwei Chancen noch. Zwei Möglichkeiten. Schießen nicht, noch eine. Warte, noch eine. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder er hat die Form SPD oder S steht für Stehen, P für was anderes und D auch. Also eine Ducken. Möglichkeit. Ist das nur eine Frage? Eine Sportart, die doch einigermaßen bekannt ja ist? Ja. Ich sage es nicht, Herr Balder, ich frage die Kollegen. Moment. Was? Ich bin gerade beim Fechten, bin ich gerade angekommen. Gibt es da vielleicht eine Wie findet ihr Rennsport, Gangschaltung, SPD? Schnell. Aber er hat gesagt, das ist eine Stellung, die der Sportler Stab, einnimmt. Hochsprung, Freunde. Wie heißt das andere, wenn man es weit wirft? Stab, Weitwurf. Drücke ich mich so undeutlich aus. Stab, Weitwurf. Wenn die so einen Stock werfen. Speerwerfen. Wenn die so ein langes Ding werfen. Ist das die Stellung der Kegel? Synchronschwimmen. Nein, ich sage es euch. Es ist ein Fachbegriff aus dem Basketballsport. Holger, kommst du mal her. Und du hältst deinen Mund. Der Spieler steht mit paralleler Fußstellung. Soll der Holger jetzt den Ball machen, Herr Ball? Der Spieler steht mit paralleler Fußstellung, Beine schulterweit auseinander. Das ändert sich nicht wesentlich, wenn ich das. Das Körpergewicht wird auf den vorderen Teil eines Fußes verlagert. Also auf den einen Teil, den er hat. Moment, es ist aber, ja. Den Ball hält er in beiden Händen in Brusthöhe. Geben Sie mir Ihren Kopf. Ich würde so, aus dieser Position heraus kann bei Basketball der Spieler drei Techniken ausführen. Er kann schießen, S. Er kann passen,
P. Oder Dribbel. Oder Dribbel. D. Deswegen SPD-Stellung. Sehr gut gemacht, Andreas Krause aus Frankfurt, 500 Euro. Wir gehen nach Wien. Dort wohnt Michael Anger, den ich jetzt sehr herzlich zu Hause begrüße, in Wien auf seinem Sofa. Und Michael Anger möchte Folgendes wissen. Warum darf ein großer Ölteppich, der seit Jahren direkt vor einem US-Küstenstreifen schwimmt, nicht entfernt werden? Weil der extra da ist. Der hat die Formen von Texas. Die Umriss. Wenn er die Form von Pamela Anderson hätte, wäre es halt egal. Ölteppiche führen dazu, dass sich das Wellenverhalten des Wassers verändert. Wie? Völlig. Und wenn Sie jetzt sagen, Sie wollen es konkreter haben, dann müssen Sie jemanden anders fragen. Es gibt weniger Wellen oder es ändert sich das Temperaturverhalten des Wassers. Und das ist verdammt wichtig, weil sonst an diesem Strand verdammt nochmal niemand mehr schwimmen gehen kann. So nicht richtig. Man sagt doch, Öl auf die Wogen gießen. Das heißt, es beruhigt es. Das macht man sogar, wenn Schiffe untergehen, damit man leichter Leute retten kann und so Sachen. Wo? Auf dem Gipfel von einem Berg. Ja, ist das Speiseöl? Ah, das stimmt. Und das sind Riesenfritten, die ja, das ist eine Filiale eines großen Fastfood-Unternehmens, McDive. Ja, ja. Nur mit Schnorchel gibt es ja, natürlich. Also in der Tat sind da eben, ist das ein Strand, wo die Menschen in Ruhe paddeln wollen. Vor welcher also und nebenan sind hohe Wellen für die Surfer. Da wollen die aber keine Surfer, weil es zu Verletzungen kam mit den Badegästen. Deswegen lassen die den Ölteppich da, damit da immer schön das Meer sich ausdümpelt und nicht an den Strand schlägt. Das ist eine Teststrecke für Surfer, da hast du nämlich völlig recht. Das ist ja so, wie wenn man Skikurs macht, Speer werfen. Wenn man Skikurs macht, muss man auch erstmal so Halfpipe. Halfpipe, genau. Was? Nein. So, und das ist bei Surfern genauso. Die fahren halt mit den Leuten raus zu diesem Ölteppich und dann machen die so ihre ersten Versuche, ein bisschen Wind, dass sie erstmal nur so, so versuchen, so ein bisschen sich im Wasser überhaupt zu halten. Ich habe das sehr lange gemacht und muss jetzt leider zahlen und gehen. Auf einem Ölteppich? Ja, es könnte sein, es muss nicht sein. Sind wir im Naturschutz? Gedeiht auf diesem Ölteppich eine seltene Krötenart? Die es nur dort gibt und die Ölkröte. Nein, aber es hatte doch was damit zu tun, was Höckerchen am Anfang gesagt hat, Herr Balder. Sonst wären die doch nicht so zutraulich. Was hat er denn gesagt? Ja, dass es sich auf das Wellenverhalten ausübt und dass sie das deswegen da lassen, damit da an dem Strand die Wellen anders ankommen als sonst. Das ist völliger Quatsch. Ach. Hat das etwas damit zu tun, werden vielleicht Haie abgeschreckt von einem Ölteppich und dass da ganz irgendwelche... Damit die Leute da besser schwimmen können, oder was? Ja, Moment, dass die Haie nicht an den Strand kommen, ach Herr Balder. Ah. Oh, ein Ölteppich. Wenn die Sonnenstrahlen des Mittagsgestirns... Können wir ein bisschen Musik haben? Kann einer eine Grille nachmachen? Sich im Öl reflektieren, entstehen doch diese wunderbaren Regenbogenfarben. Basti Kallis, mach noch. Ach, nee. Ich hab es. Es ist so, dieses Öl, aus dem dieser Teppich gebildet wurde, gehört der Familie Busch. Und die Familie Busch möchte, dass das als eiserne Reserve dort bleibt, falls die normalen Ölvorhaben der Familie Busch gepfändet worden sind und falls irgendwo auf der Welt noch ein kleines Scharmützelchen zu führen ist, hätten sie da noch ein paar Rücklagen. Aber ich glaube, der wäre dann hinterher nicht mehr so gut zu benutzen, wenn der mit Wasser Herr Balder, ist das vielleicht ein Testöl, eine Testölpestel? Entfernen Sie das deshalb nicht? Eine Testölpestel? Ja, nicht so gut. Ölpest, um an dieser Ölpest zum Beispiel bei Schiffen auszuprobieren, dass sie neuartige Schläuche, dass sie das aufzurzeln können oder eben Sägemehl draufschmeißen oder was auch immer die tun, um eine Ölpest. Oder um einfach zu testen, wie sich so eine Ölpest nach 10 Jahren oder so auf die Natur, auf die Umwelt auswirkt. Warum ausgerechnet vor einem US-Küstenstreifen? Weil da eine Universität in der Nähe ist und die Jungs keinen Bock haben, weit zu fahren wahrscheinlich. Also, wenn Sie uns jetzt sagen würden, welcher US-Küstenstreifen das wäre, hätten wir dann eine Hilfe. Kann ich nicht.
Weil es Florida ist und weil es Sumpfgebiete sind. Und die kommen nicht daran, weil sich diese Ölpest schon in diesem niedrigen Wasser einfach verklebt hat. Vielleicht ist es Sonnenöl und dieser Strand ist irgendwie von Pitzbuinen gemietet. Und die Leute brauchen sich nicht einölen, sondern gehen kurz mal schwimmen und sind danach sowas von... Aber es ist Florida, Herr Balder. Er kann es nicht sagen. Ist es Alaska? Ich sag's euch, ihr kommt. Haben es amerikanische Entenjäger dorthin getan, nachdem ein Schießverbot erlassen wurde, aus Zorn. Warum? Naja, die Enten sind halt da gelandet und haben dann, das kennt man ja, dass sie dann nicht mehr, ne? Und das haben die Enten dann in der dritten Generation, haben sie natürlich ein Gen, ein Ölteppich-Überflieg-Gen entwickelt, sodass sie das jetzt meiden. Manchmal bin ich so müde. Ich sage es euch. Bitte. Der Ölteppich schwimmt vor Pearl Harbor. Dort wurden 1941 mehrere amerikanische Kriegsschiffe von japanischen Kamikaze-Fliegern angegriffen und versenkt. Und eines der Schiffe, das damals mit Maus und Mann unterging, war die USS Arizona. Fast 1200 Marinesoldaten kamen ums Leben. Das Schiff ruht heute noch in 12 Metern Tiefe im Schlick von Pearl Harbor. Der Ort wurde nach Kriegsende zu einem nationalen Denkmal erklärt. Rund 2 Millionen Liter Öl, so schätzt man, befinden sich noch in den verrosteten Tanks. Das austretende Öl wird absichtlich nicht entfernt, weil es sich um eine Grabstätte handelt, die unberührt bleiben soll. Und die überlebenden Veteranen sehen in dem schimmernden Ölteppich die Tränen ihrer gefallenen Kriegskameraden. Das ist eine Geschichte. Was? Die Amis. Ja. Ja. Oh. Die sind da. Wirft auch einen Schatten auf den Abend, ich sag's wie es ist. Nee, gar nicht, denn Michael Ang aus Wien kriegt 500 Euro. Gratulation. Sehr gut. Sehr viele Tränen von Entenmüttern und anderen Meeresbewohnern, die ihre Kindchen da verklebt zu Grabe tragen müssen. Mit Sicherheit, aber vielleicht haben die wirklich so ein Gen inzwischen entwickelt, umfliegen das oder überfliegen. Das könnte ja sein. Könnte ja sein. Auf jeden Fall handelt es sich um ein Denkmal. Gut, jetzt wird's einfach. Manfred Grunenwald aus Lennestadt. Ich hoffe für Sie, dass diese Frage nicht beantwortet wird, aber ich glaube, Sie haben ganz schlechte Karten, Manfred. Was, unter Druck oder das ist ja furchtbar. Das hasse ich auch. Wenn man danach so richtig als Löffel dasteht, weil man es nicht rausgekriegt hat. Wir haben ja mit Speerwerfen zu tun hat, zum Beispiel, könnte es. Nein, wir haben heute Spezialisten hier, Manfred. Und ich stelle mal die Frage von Manfred Grunenwald aus Lennestadt. Er möchte wissen, was ist ein Schlüpfertyp? Ein was? Ein Schlüpfertyp. Ja, da sind wir doch wieder bei wissen, Insekten. Wer ist der Spezialist? Das hast du doch schon mal gesagt. Es gibt doch Insekten, die schlüpfen und es gibt welche, die das anders machen. Das weißt du doch, sag du es schnell. Ich würde es gerne spannend machen, wenn es irgendwie geht. Schmetterlinge, die schlüpfen oder sich entpuppen, sowas ist das. Nee, überhaupt nicht. Sind wir im Dessous-Bereich? Können wir ein bisschen Musik haben? Also es ist ja so, es stand ja nun vor wenigen Wochen in der Zeitung, dass der Tanga verschwindet und stattdessen ist weniger. Der Tanga ist weg? Der Öltanga war die letzte Frage. Der Tanga verschwindet und es kommt jetzt dieses Corsage-ähnliche Kleidungsstück. Diese etwas größeren Höschen. Kommt wieder. Natürlich, weil es 90 Euro kostet. Der Tanga hat ja... Gut. Aber nach dieser größeren Corsage wird ja dann der Mini-Tanga wiederkommen. Aber das ist Zukunftsmusik. Also das ist der größere Schlüpfertyp und der kleinere Schlüpfertyp. Ist es das? Nein. Aber es hat was mit Unterwäsche zu tun und kommt aus der Psychologie, dass es eben den Schlüpfer, den Feinripp und den Boxershort-Typ gibt? Nein. Hat es was mit Links- und Rechtsträgern zu tun, Herr Balder? Wie ich mich in Details auskenne, ihr Lieber. Ich wundere mich schon. Ich bin Esel, Freunde. Es ist nicht auch bekannt aus der Biologie, die unterschiedlichen Schlüpfarten von kleinen Tieren, also von kleinen Hühnchen aus dem Hühnerei. Da gibt es manche, die sich mit dem Schnabel durchstechen, manche müssen gerufen werden. Manche müssen gerufen werden? Ja, die müssen vorher gerufen, ja ernsthaft, die müssen vorher gerufen werden, sonst verstehen sie gar nicht, dass sie da überhaupt raus müssen. Manche trennen das Ei mit so einer kleinen Stichsäge auf, das habe ich gelesen. Das war bei Blitz war das, wo das alles geklärt. Wer ruft die denn? Der Speerwerfer. Hat es was mit Schuhmacherei zu tun? Weil es gibt ja Menschen, die das ganz toll mit diesem Schnabelhilfswerkzeug in die Schuhe hinein... Schuhlöffel, danke.
Nein. Nein. Oder doch. Eben reinschlüpfen und das sich so hinten so schön flach treten. Auch nicht. Ah, das heißt, bevor so eine Tür zugeht, der Letzte, der noch so reinschlüpft und dann... Ein Schuh, ein Schuhbahn. Ein U-Bahn, da gibt's doch die, die so, ne? Können Sie bitte die Tür noch mal aufmachen? Was ist das? Das sind aber eher dann die verklemmten Leute, die... Nein, das hat auch nichts mit U-Bahn zu tun. Vielleicht sind das so, es gibt ja Schläfer, ne? Ja. Das sind ja die Typen, die so unentdeckt irgendwie jahrelang warten und dann irgendwelche bösen Sachen machen. Vielleicht gibt's einen, der noch nicht so genau weiß, ob er ein Schläfer werden will. Nennt man die vielleicht Schlüpfer? Warum? Weil sich das so ähnlich anhört wie Schläfer. Weiß ich doch nicht. Mein Gott. Also es hat gar nichts mit der Tierwelt zu tun. Doch. Es hat was mit der Tierwelt zu tun. Es hat auch damit zu tun, ob das Tierchen schlüpft. Also es hat was mit Küken zu tun. In der Vogelwelt sind wir. So würde ich das nicht sagen. Aber es hat etwas mit dem Hinaustreten eines Tieres jungen tierischen Lebewesens zu tun. Würde es anders formulieren. Weil es gar nichts damit zu tun hat. Richtig. Danke. Was ist denn, man kennt das, wenn man spät, nach oder früh nach Hause kommt, nicht? Morgens um 5 oder um 6 und hat noch 3, 4 Bierchen getrunken. Und die Frau soll nicht unbedingt wach werden, wenn man dann ins Bett so rein schlüpft. Und dann gibt es das so, dass man so ganz langsam auf der Bettkante anfängt. Ja? Da kennen das einige. Und sich so langsam da drunter und dann im Hoff, boah, du liegst und dann ist sie noch nicht aufgewacht. Das ist, glaube ich, ein Schlüpfertyp. Wir sind in der Tierwelt, haben wir eben gesagt. Ach, das ist doch richtig. Also, doch, das haben Sie vorhin nicht gesagt. Tierwelt ist richtig. Schlüpfertyp. Es handelt sich dabei um Tiere, die in Höhlen schlüpfen. Und zwar nicht ausschlüpfen, von wegen auf die Welt kommen, sondern die wohnen da. Die graben sich Löcher, schlüpfen da rein und schlafen dann. Sind nur ganz leise, weil wenn sie spät nach Hause kommen, wollen sie nicht, dass ja, genau. Die Frau... Gehen Sie ganz mit so einem kleinen Füßchen hier rein. Ja. Welche Tiere könnten das denn sein? Naja, das übliche. Murmeltiere. Ameisen, welche noch? Mäuse. Katzen, welche noch? Mäuse. Schweine. Erdmännchen. Meerschweinchen. Ja. Wale. Nacktmullen. Es handelt sich um die gemeine Nacktmulle, Herr Ball. Der Geißbock an sich. Füchse, Dachse, oh, das ist Marder, Wiesel. Das Problem ist das Wort Typ an der ganzen Sache. Schlangen. Was? Was? Würmer? Nein. Reptilien? Nein. Leute? Pelztierchen, das kleine huschende Pelztier an sich. Florian Silbereisen. Meerzeller. Geht es um huschende, geht es um Pelztierchen? Es geht nicht um Pelztierchen. Was mich also stutzig macht, ist das Problem, Bären. Dass er sagt Typ. Das heißt, es gibt gleichartige Tiere, die nicht zum selben Typ gehören. Ja. Schlüpfertyp. Was bedeutet das denn? Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet, aber es klang so klug, dass ich jetzt einfach darüber zu reden. Ah, nee, Insekten hat sie schon abgeschmettert. Insekten habe ich sowas von abgeschmettert. Säugetiere wird er wahrscheinlich auch abschmettern. Nein, tue ich nicht. Nein, wird er nicht. Das ist auch sehr gut. Ah, Säugetiere, ich hab ihn, Hier, Känguru. Das Tier schlüpft in der Mutterbeutel. Könnte man glauben, aber es stimmt nicht. Das sind eierlegende Säugetiere. Was? Das Schnabeltier. Das Schnabeltier. Wir kennen ja alle nur eins. Es gibt auch noch den Igel. Auch? Den Ameisenigel. Also ich sag's euch mal, ihr werdet nicht. Ich frage mich nur eben, ob es mit Höhlen zu tun hat oder ob es mit Schlüpfen, zum Beispiel Schafe, wie die durch etwas durchschlüpfen. Oder? Und ich frage mich, wer es vormachen muss. Aber Rinder, Schweine. Ich sag's euch. Hühner. Ich sag's euch, es ist ein Begriff aus der Jägersprache. Rehe. Ich weiß, Rehe, die Krise Rehe, aber auch bestimmte Antilopenarten haben einen tieffliegenden Hals. Dadurch wirken sie auch bei normaler Haltung immer ein bisschen so, als würden sie sich leicht ducken, weil der Hals so tief ist. Denn von Vorteil ist das bei der Flucht vor Feinden durch Gestrüpp und Unterholz. Durch den nach vorne geneigten Hals schlüpfen sie leichter durch das Gestrüpp, wenn sie abhauen. Daher bezeichnet man diese Tiere als Schlüpfer. Typ. Ich habe gedacht, vielleicht, da ja die Jägerei ein großes, Hobby. Verblichenes, vergangenes Hobby... Erbe! Mein lieber Erbe! Von Frau von Sinnig. Die Jägerei heißt auch Jagd. Ne? Ja, natürlich. Ja. Aber wir haben Glück gehabt. Manfred Grohnwald aus Lennestedt, 500 Euro. Gratulation, sehr gut. Patrick Philipp, er kommt an sich aus Karlsruhe, ist heute Abend unter uns. Patrick, wo finden wir Sie? Wo sind Sie? Dort. Patrick, ich drücke Ihnen alle Daumen und wir schauen mal. Ich tue, was ich kann, Patrick, glauben Sie es mir. Patrick möchte wissen, was ist das Bananenprinzip? Ist das, dass die Bananen drehen sich ja zum Licht, darum sind sie krumm. Ist das das? Nein. Dieses genervte Gesicht. Hat es etwas damit zu tun, etwas zu schälen, um dann an etwas, hat es etwas mit Schälen zu tun? Das Wichtige ist umhüllt. Mm. Herr Balder, das ist kein Wein, auch wenn man Ihnen das gesagt hat. Nee.
Was ist mit Bananen? Wenn doch der Reifeprozess wird ja unterbrochen, indem sie auf eine gewisse Temperatur runtergekühlt werden, werden dann lustig in einem Kühlcontainer hier nach Europa verschifft und dann liegen sie dann irgendwo im Supermarkt und sind noch grün und werden dann irgendwann gelb und dann werden sie irgendwann braun mit so ekligen Flecken drauf und dann schmeißt man sie weg. Ist denn dieses Runterkühlen und Unterbrechen des Reifeprozesses vielleicht sagen das, was bei Bernhard auch so passiert? Nein, der Bernhard hat lange im Kühlschrank gegeben, das ist richtig. Sagen wir es mal so, der Ansatz war gar nicht so übel. Ja. Das Unterbrechen des Reifungsprozesses. Ja, das ist auch super, sagt er. Der Anfang, oder war nicht übel? Also, der Ansatz war gar nicht so übel. Der Ansatz. Womit hast du angefangen? Ich habe keine. Also es hat etwas mit dem Transport von Südfrüchten zu tun und dass man die zwischendurch aufhält in ihrem Reifeprozess. Dass sie geerntet werden, obwohl sie noch gar nicht reif sind. Zum Tomaten Beispiel. Macht man ja auch gerne. Zum Beispiel. Grün. Damit hat es im weitesten Sinne schon. Und wir sind aber in der Wirtschaft oder beim Finanzamt oder beim Steuerrecht? Weder noch. Oh, schade. Sind wir doch wieder beim Sport. Da fallen jetzt gerade 250 Antworten weg. Bananenprinzip. Also der Ansatz war richtig. Also es geht darum, dass ein Produkt vor Vollendung an seiner Vollendung gehindert wird. Bitte. Wie wäre was? Es zum Beispiel, ein Produkt wird vor seiner Vollendung an der Vollendung gehindert. Warum? Weil es sonst nicht das Bananenprinzip wäre. Nein, so ist es nicht. Sie zum Beispiel, gleich überträgt man das auf die... Achso, dann vergessen Sie, was Sie sagen. Gut. Bananenprinzip. Ich bin uninspiriert. Schön. Das freut mich. Dann ist die Chance für Patrick sehr groß. 500 Gut. Euro, nicht schlecht. Ich meine, wenn man an der Vollendung gehindert wird, weil man zu dem Zeitpunkt oder nach dem Dafürhalten übergeordneter Instanzen den Reifezeitpunkt später erreichen sollte, wäre das ja im Prinzip, wenn man in der Schule sitzen bleibt. Richtig. Da es aber damit nichts zu tun hat, ist die Antwort falsch. Aber es war doch irgendwie schön. Toll. Okay. Es ist aus der industriellen Herstellung von Alltagsgegenständen. Welche? Oh, Joghurts. Zum Beispiel ist es ja bei den Joghurts so, der Becher wird in Hamburg, die Erdbeere in München und dann letztendlich der Joghurt in Berlin produziert. Alles wird gefahren nach Köln und dort zusammengemischt. Das nennt man das Bananenprinzip, weil die einzelnen Elemente an sich noch nicht fertig sind. Erst wenn sie zusammengeführt, später zueinander kommen, sich finden, Freunde werden, erst dann... Kann man das benutzen? Hella, mach bitte sofort weiter. Hat es etwas mit Wirtschaft Blick. Zu tun oder mit Börsenspekulation? Nein, weder noch. Mit der Börse? Nein, auch nicht. Also es auch geht nicht. Gartenbau und Pflanzenzucht. Also hat es etwas mit Lebewesen, mit Essbarem zu tun? Nein, überhaupt nicht. Und hat es etwas mit Zucht zu tun? Aber, hören Sie auf. Gibt es irgendetwas, womit es zu tun hat? Natürlich. Reden wir mal von Bananenstauden. Ach. Okay, reden wir davon. Gut. Finde ich riesig, den Vorschlag. Danke. Immobilienarchitektur, Architektur. Das ist ja jetzt alles Fragerei, das bringt uns ja nicht weiter. Ja, ja, es muss aber etwas ich weiß nicht, sein. In welche Richtung ich denken soll. Hat etwas damit zu tun, dass Tiere von ihrem Lebensraum in einen anderen... Ich betrachte mal das Gesicht des jungen Mannes, ob es immer noch so überheblich aussieht. Dass man sie in einen anderen... Eine Vogelspinne, die ja oft zwischen Bananen von Vogelspinnenhausen, sag ich mal, bis nach Köln-Nippes in den Supermarkt kommt. Das Juckerpalmen. Das heißt, dass also das plötzliche Auftauchen eines nicht heimischen Lebewesens, dass das im übertragenen Sinne das Bananenprinzip ist. Es hat mit Tieren Informatik, Herr Balder. Ein Computerprogramm wird in Indien programmiert, ist nicht ganz fertig, wird nach Deutschland gebracht und dort wird nur noch die deutsche Benutzeroberfläche drauf gemacht. Und dann kommt eine gelbe Schale drum. Oh Mann, das hilft uns auf jeden Fall. Aber das ist richtig. Ich sehe sein Gesicht. Die Richtung ist richtig. Computer ist richtig, ne? Ja. Ja. Ah. So, jetzt sollten wir mal den Holger machen lassen. Ich kann sowas programmieren, dauert ein paar Wochen, egal. Nein, aber was ist... Das war eben also schon ein sehr guter, aber was ist das Bananenprinzip? Ein nicht fertiges Computerprogramm in den dann späteren kulturellen Kreis zu verschicken. Dort wird es vollendet. Von wem? Vom Programmierer, von einem anderen Programmierer. Stichwort Staude, ich sag's ja, wie es ist. Ich lasse es so gelten. Ja! Patrick,
Es tut mir leid, aber das müssen wir so gelten lassen. Neue Programme werden gewöhnlich halbfertig ausgeliefert, also grün wie eine Banane, die auf Transport geht. Der Kunde meldet dann Fehler und Unzulänglichkeiten dem Programmierer, der dann eine neue Version der Software schreibt. Das Programm reift gewissermaßen beim Endverbraucher, so wie eine Banane, die erst unterwegs genießbar wird. Daher nennt der Computerfachmann dieses Ding Bananenprinzip. Naja, das wäre aber nicht ganz das, was der Kollege Hoeker gesagt hat, möchte ich mal den Kameraden nehmen. Und schon gar nicht das, was ich gemeint habe. Also, dass das an Fehlern reift, da müsste man ihm wenigstens die Hälfte geben. Er hat gesagt, dass ein Computerprogramm nicht ganz fertig ausgeliefert wird. Sie haben aber auch gesagt, er kommt aus Karlsruhe. Und er kommt sonst nie wieder nach Hause. Das heißt jetzt was? Wir sind ja die geniale Nebenpartei und wollen natürlich auch gerne. Wenn ich da mal vorgehalten darf. Also. Das heißt was? Das heißt was? Da Serpel wahrscheinlich keine. Da Serpel keine 50-Euro-Scheine hat, heißt das 300 Euro. 300 Euro. Moment. Also. Das können wir jetzt nicht machen, splitten. Entweder wir sagen ja oder nein. Alle! Okay, 500 Euro Vertrag. Okay, stopp. Alles. Alle Junge. Sehr gut. Ist auch schon der Spaß angezogen. Gut. Hat das Geld auch eingeplant. Hat, glaube ich, wirklich. Er hat das eingeplant, das Geld. Das soll man ja nicht machen. Ja, ja. Sehr gut. Kinder, morgen ist Feiertag, was soll's. Also. Wobei ich ja finde, dass die beiden das schon gesagt haben. Ich ja auch. Ja, natürlich. Aber ist ja egal. So, meine Damen und Herren, Sie haben gesehen, wie einfach es ist. Ja, auch wenn hier Fragen beantwortet werden. Sie kriegen einfach das Geld. Völlig egal. Schicken Sie uns einfach Fragen ein. Ja, so viel Sie möchten, genial daneben. 50 616 Köln. Oder noch besser, Sie rufen an 01378 10 11 20. Und am einfachsten ist eine E-Mail fragen@genialdaneben.de. Sie haben es eben gesehen, wir nähern uns langsam so der Sendeform, dass überhaupt jeder jetzt immer Geld kriegt. Es reicht ja eigentlich die Kontonummer. Es reicht die Kontonummer. Ich werde es zu unterbinden wissen, meine Damen und Herren. Zum Beispiel schon bei der nächsten Frage von Natascha Laumann aus München. Da werde ich mich auf solche Spielereien jetzt nicht mehr einlassen. Nee, aber Herr Walter, das sprechen Sie jetzt falsch, weil Sie wollen das doch gerade, dass die Menschen das Geld Ja, natürlich, kriegen. Aber wenn einmal das Glück hier so vorherrscht, dass einer zufällig das Richtige sagt. Haben Sie gerade Glück gesagt, Herr Walter? Ausweisen. Ich bin gespannt. Natascha Laumann aus München bestimmt auch. Sie ist jetzt hundertprozentig zu Hause und sagt, ja, jetzt bin ich dran. Natascha möchte wissen, was versteht man unter Spaghettifizierung? Gar nichts. Oh! Spaghettifizierung. Gibt's wirklich den Begriff? Ja, sonst wäre er wohl nicht bei Ihnen auf der Karte. Natürlich. Das ist, wenn man ein Stück Vanille durch eine Maschine presst. Bitte? Wenn man ein Stück Vanilleeis, eine Kugel, durch eine Maschine presst. Durch welche Maschine? Durch eine Spaghetti-Eismaschine. Dann sage ich dann, willst du Vanilleeis oder willst du Malaga? Dann sage ich, ich hätte gerne Stracciatella. Geht denn nicht durch die Löcher durch, du Arschloch? Geht nicht durch die Löcher durch. Spaghettifizierung. Ich meine, was heißt Spezifizierung? Also ist das, ist klar. Ja, sag du es. Nein, wir sind im Bereich der Sexualität. Ich wusste es. Was wollte ich sagen? Ja. Eine Nudel. Ja, genau. Ja, muss ich weiterreden? Jürgen, weiter. Ich weiß, worauf du hinaus willst. Eine Nudel, wenn man sie kocht, dann wird sie weich. Und dann kann man sagen, Schatz, ich spaghettifiziere gerade. Aber das ist die alte Geschichte, wo die Mutter sagt, nicht so, so. Das ist aber ein ganz anderes Thema. Ich weiß. Potenzstörung heißt eine Spaghettifizierung? Bitte? Impotenz, das ist wie mit gekochten Spaghetti Mikado spielen. Ja. Ja, eben. Das ist meine Frage. Du meinst? Ein hübscher Name. Du könntest Verweichlichung sagen, aber Spaghettifizierung finde ich gut, sprachlich. Ich gehe aber davon aus, steht ja auch schon auf Zigarettenpackung. Rauchen kannst du Spaghettifizierung. Wie wär's denn mit einem Häcksler? Es gibt Miracoli kann tödlich sein. Wie ist das denn?
Boah, ist das krank heute. Wenn man, ja, also. Es gibt doch so Schredderer, wenn man ein Papier in den Papierhäcksler macht, dann gibt das ja so lange, lange Streifen. Super Puzzle, muss man sagen. Und das nennt man Spaghettifizierung, wenn man beschreibt, wie Akten vernichtet werden. Ist es ein Begriff aus dem Friseurshandwerk, wenn man mit einem Kamm so die Haare nimmt, dann könnte es ja auch aussehen wie so einzelne Spaghetti-Strähnen, um sie dann weiter zu bearbeiten. Ihr seid meilenweit entfernt, Lichtjahre entfernt, womit ich beim Textilindustrie Thema bin. Textilindustrie, Spaghetti-Träger. Ja. Nein, so. Da sind wir gerade. Lichtjahre entfernt, das war ein Hinweis, wir sind in der Astro... Deswegen sage ich es euch jetzt auch. Oh, bitte. Gut. Wir sind in der Astrophysik, genau. Ein... Ich erkläre es euch mal anhand eines Beispiels. Ein schwarzes Loch. Kennen wir, das ist das, was übrig bleibt, wenn zum Beispiel ein Stern erlischt und in sich zusammenfällt. Natürlich, natürlich. Würde in so ein schwarzes... Das glaubt dir doch keiner. Natürlich nicht, ja, das wusste ich. Ja, ja. Also, würde in so ein schwarzes Loch jemand hineinfallen, Hoeker so, zum Beispiel, dann würde er beim Tieferfallen aufgrund der unterschiedlichen Gravitationskräfte, die im Inneren des Loches herrschen, in die Länge gezogen. Wo gibt's sowas? Und außerdem noch seitlich gequetscht werden. Auch noch. Und er würde aussehen wie eine Spaghetti. Und deshalb spricht man in der Astrophysik in diesem Zusammenhang von Spaghettifizierung. Das ist wirklich wahr. Und Natascha Laumann aus München kriegt 500 Euro. Gratulation. Sehr gut. Ich hätte gewettet, du warst das. Wenn du dir gefunden hast. Herr Balder. Ja, hier. Ist man, ich war ja schon öfters zu Gast hier, ist man, und wenn ja, wann genau, ist man von dem, wie ich fand, hübschen Prinzip der ab und zu eingestreuten lösbaren Fragen eigentlich völlig abgerückt? Nein, jetzt kommt zum Beispiel eine. Oh! Jetzt kommt eine. Jetzt kommt eine. Entgegen. Jetzt kommt eine. Ich weiß, dass ihr diese Fragen sehr gerne habt. Tierreich? Tierreich. Ja. Mm. Bernd Eisemann wohnt in Berlin und möchte Folgendes wissen. Warum werden bei einem Schwertfisch zwei Muskeln um 15 Grad wärmer als seine Körpertemperatur? Warum werden bei einem Schwertfisch zwei Muskeln 15 Grad wärmer als seine Körpertemperatur? Das ist doch ganz, das müssen die Muskeln hier vorne im Gesichtsbereich sein, weil der Kollege ja auch gegen Strömungen schwimmt. Und dann ist vorne dieses lange Teil, dieser Schwert, ist so am Wackeln. Und um den irgendwie gerade zu halten, sind hier die Wangenmuskulatur oder an den Kiemen, die Kiemenmuskulatur des Schwertfisches natürlich mehr beansprucht als der Rest. Und deswegen mehr durchblutet und deswegen werden die auch wärmer. So nicht richtig. Herr Balder, wir befinden uns am Vorabend eines wichtigen Tages, der Deutschland verändern wird, und... Wie hieß das Hörbuch, was du gelesen hast? diese Stimme hast. Ja, und wie auch in dem bekannten Buch von John Grisham, Der Schwertfisch, zu lesen ist, glaube ich, handelt es sich dabei um die Augenmuskulatur, die besonders durchblutet wird und dadurch das Sehvermögen des Schwertfisches um einiges erhöht wird, sodass seine Wahrscheinlichkeit, ein Opfer zu erhaschen, steigt. Richtige Antwort. Ja! Nein! Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Die Augenmuskulatur des Schwertfisches werden durch biochemische Vorgänge aufgeheizt. Und dadurch hat das Auge eine um 15 Grad höhere Temperatur. Das heißt, dieser Fisch sieht seine Opfer eher als andere. Und kriegt dann auch schneller 500 Euro. Was zu essen. Ja. Das tut mir sehr leid. Das tut mir wirklich sehr leid, Bernd. Aber das hat der Streber wieder mal gewusst. Nicht geraten. Ja, wir gehen mal wieder nach Österreich. Wir gehen mal wieder nach Wien, dort wohnt Friedrich Sulz. Und Friedrich Sulz möchte wissen, was ist der Kopfkürzungsfaktor? Holger, können Sie doch gleich jetzt... Hat das irgendwas mit französischer Revolution zu tun, oder? Kopfkürzungsfaktor, ein sehr schönes Wort. Fisch. Warum? Naja, wir haben vielleicht Fachkräfte,
die beim Fisch erstmal den Kopf wegmachen, weil der nicht essbar ist. Ja, genau. Und die Anzahl von Köpfen pro Minute, sagen wir mal, sehr das gut. ist dann der Kopfkürzungsfaktor. Ja, genau. Die werden nach, also im Akkord arbeiten. Ja. Je mehr Köpfe man kürzt, desto höher ist das Gehalt. Und damit rechnen die auch aus, wie der Fang, wie viel Kilo sie jetzt wirklich gefangen haben, beziehungsweise was sie verticken können, weil die Köpfe alle wegfliegen. Und wie lange es dauert, bis man die dann alle wieder zusammensetzt. Das ist ja sehr schwer, weil man gar nicht... Ja, das nehmen wir. Das ist gut. Das nehmt ihr. Ja. Das ist sehr schön, dann gibt's gleich Geld. Ah, ich bin beim Baumbeschneiden. Man sagt doch vielleicht auch der Kopf des Baumes. Also ich sag das. Mhm. Und ich sag Krone. Krone, ja genau. Und die, was befindet sich unter der Krone? Der? Stamm. Ich zieh mich zurück. Kopfkürzungsfaktor. Wenn ein LKW-Fahrer... Ja, mehr weiß ich nicht. Nein, wenn ein LKW... Wird immer weniger. Wenn... Ja, das war's. Wenn ein LKW-Fahrer unter... Also die Autobahn lang fährt, es kommen Brücken oder auch blaue Straßenschilder, die den Weg ausweisen. Ist es so, dass man ausrechnet, wie oft das Michelin-Männchen, was oben drauf sitzt... Das wird berechnet und im ADAC-Heft war das auch neulich zu lesen. Ich glaube, bei Blitz ist das was von der Spargelzucht? Weil Spargel haben doch Töpfchen. Spargelkopf. Aber es hat mit Essen nur wirklich überhaupt nichts zu tun. Ja, was wird denn bei zunehmender Kopfzahl gekürzt? Die Heizkosten im Kino. Eine der wenigen Beispiele aus der Betriebswirtschaftslehre von degressiven, abnehmenden Kosten. Und zwar... Normalerweise steigen mit zunehmenden Leuten steigen die Kosten. Aber wenn man im Kino die Heizkosten nimmt, wird pro Kopf, werden die Kosten kürzer, wird es weniger, es wird billiger, weil die sich selber aufheizen. Verdammte Scheiße, das habe ich gelernt. Wo? Das ist das, die kommt danach, die Frage. Aber das mit dem Heizen gar nicht so schlecht. Ist das nicht in irgendwelchen Mehrfamilienhäusern? Also wenn eine Familie vier Köpfe da wohnen und in einem wohnt ein Alleinlebender und die unterschiedliche Rechnungen oder so bezahlen müssen, je nach Heizkosten, das anders aufgeteilt wird? Überhaupt nicht. Militär? Militär? Ja. In so einem Bootcamp, alle die Haare. Aber hat es eben etwas zu tun, dass man Kosten mindern kann, indem man bestimmte Köpfe eben aus etwas rausnimmt? Nein. Es geht eben die Statistik. Ich bleibe bei der Statistik. Herr Balder und Sie haben keine Ahnung, wovon ich rede. Natürlich. Das. Druckerei würde ich noch gerne reinwerfen. Was? Briefkopf. Briefkopf zum Beispiel gibt es. Oder es gibt Abstände, das habe ich mal gelernt, als ich in der Druckerei gearbeitet habe. Zwischen habe ich... Ich habe so, auch in der Druckerei. Absolut richtig. Und da haben wir uns auch kennengelernt. Deswegen sitzt ihr auch nebeneinander. So, es ist so. Und dann hat man ein Buch, man muss einen Text auf eine Seite eines Buches drucken und oben ist natürlich immer ein gewisser Kopf, also Zeilenabstand von Zeilen, die gar nicht da sind, einzuhalten, damit der Text nicht nördlich der Seite irgendwo nicht zu lesen ist, dafür unten viel Platz ist oder nur die Seitenzahl auf einer Seite steht. Wie es mir bei meinem ersten Tag dort passiert ist. Mit einem Mehrheitsentscheid diese Antwort zu unterstützen. Dann werde ich euch jetzt die richtige Antwort sagen, denn ihr seid wieder mal meilenweit entfernt. Das ist ein Begriff aus dem Maschinenbau. So. Zylinderkopf? Wenn zwei Zahnräder sich drehen, dann greifen die Zähne ineinander. Und dabei verletzen sie. Klar, kennen wir alle. Dann nutzen sie. Damit das möglichst reibungslos funktioniert, muss der Zahn des Zahnrades, das in die Lücke des anderen Zahnrades greift, ein Tick kleiner sein als die Lücke selbst. Das heißt, der Maschinenbauer würde sagen, der Zahnkopf, also der obere Teil des Zahns, muss kleiner sein als der Zahnfuß, also die Lücke. Der Faktor, um den der Zahnkopf kürzer sein muss als der Zahnfuß, ist der sogenannte Kopfkürzer. Da hat er Spaß. Hat er Spaß? Ja. Hat er Spaß. Friedrich Jungs aus 7500 Euro. Ja. Das war nicht sehr toll heute. Habt ihr überhaupt was gewusst? Hat unsere Ehre mal wieder gerettet. Zwei Sachen gewusst. Ach, zwei. Sensationell. Streber oder wer war es? Nein, Ehrenretter. Ehrenretter. Außerdem geht es uns um was ganz anderes. Wir haben ganz andere Inhalte, meine Damen und Herren. Denken Sie morgen an uns. Ja. GDP, Guido dankt Pastewka. Und machen Sie das Kreuzchen an der richtigen Stelle. Das ist für uns sehr wichtig. Genau. Ein schönes Schlusswort. Wir sehen uns wieder nächste Woche Freitag. Das war Genial daneben. Schönen Sonntag, schöne Wahl. Tschüss.